Hey Leute, ihr willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Im Video will ich mal über eine der unnötigsten Torexplosionen reden. Was ist meine Torexplosion? Die ist wahnsinnig selten. Ich zeig die einmal kurz, damit wir alle auf demselben Pfad sind. Und zwar die Torexplosion taktische Nuke. Diese Torexplosion ist zum einen eine der hässlichsten Torex im gesamten Spiel und zum anderen ist es eine der seltensten Torexplosionen im gesamten Spiel, weil diese Torexplosion gab es nur im Zeitraum vom 27. Dezember 2019 bis zum 27. März 2020. Und die hast du damals halt gekriegt, wenn du deinen Twitch-Account zusammen mit Rocket League verbunden hast. Und seitdem gibt es die nicht mehr, seitdem war die auch nicht mehr im Shop. Diese Torexplosion ist nicht tradable. Ich finde die scheiße. Also von 1000 Spielen siehst du die vielleicht ein einziges Mal. Also die benutzt halt auch quasi niemand. Lass uns die mal in ein paar anderen Farben angucken, weil diese Torexplosion gibt es auch in Painted. Manche Farben gibt es komischerweise nicht, also Kobalt gibt es nicht und Gold gibt es nicht. Ansonsten gibt es jede Farbe dazu und wir gucken die uns heute mal in ein paar coolen Farben an, entscheiden, welche Farbe am coolsten ist. Und das machen wir natürlich im 2 gegen 2. Und ich hoffe, ich mache jetzt ein Tor an jedem Game. Bitte? Und falls ihr neu seid, dürft ihr natürlich auch sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben nämlich überhaupt abonniert. Das Ziel sind die 333.333 Abonnenten. Machen aber dann das Gurkentor. Komm, yeah. Okay, jetzt. Da. Das sieht nicht richtig aus. Ich habe Purple gewählt. Also in Lila. Das sieht nicht richtig aus. Hä? Das sieht aus wie ein Sound... Soundbug. Das sieht aus wie ein visueller Bug. Weil ich gehe davon aus, dass die ganze Nuke eigentlich Purple sein sollte. Aber das ist so... Es sieht einfach falsch aus. Das ist ja auch generell das Problem bei Niedrig Champion 2. Die Defensive ist einfach bad in Champion 2. Das ist die Offensive vielleicht auch zu unkreativ. Kann man ja sehen, wie man will. Aber ich meine, wir haben die Torexplosion schon mal gesehen. Das ist alles okay. Und Gegner machen nochmal interessant. Und den nochmal weg. Ah. Der ist nicht schlecht, 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 der ist nicht schlecht. Nochmal, 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 nochmal. Ist halt so, ne? Die meisten Spiele in Champion 2 sind alle ultra knapp. Es kommt ganz selten mal vor, dass ein Team mal das andere wirklich verprügelt. Das sind immer so 1-2, 3-2, so Spiele sind das immer. Ja, ultra ärgerlich, Chancen waren da, aber wir haben die Torx schon einmal im Purple gesehen, das war jetzt ein bisschen weird. Ich glaube, Sky Blue ist cool. Sorry, wir gucken uns mal kurz Himmelblau an. Ich glaube, das könnte die coolste Farbe sein. Lewis ist bei mir im Team, der spielt seit 2015, das heißt, er wird Erfahrung haben. Das heißt, er wird wissen, wie der Hase läuft, sagt man, ne? Das... jetzt haben wir eine Chance. Der eine ist bei uns im Tor, wenn wir das jetzt schnell spielen. Da. Aber er hat einen Hast du eine Pause gemacht von 4 Jahren? Hat er wahrscheinlich. Habe ich ja übrigens auch gemacht. Ich spiele erst komplett durchgängig Rocket League, seit ich Videos dazu mache. Ein halben Jahr, ein Dreivierteljahr. In Platin wäre der reingegangen, hätte man gesagt, oh krass, ich habe ein geiles Tor gemacht. Aber der war ja eigentlich recht leicht zu verteidigen. Der macht wow wow. Ist jetzt auch wieder. Es ist 50-50, weil ich hätte mich besser hinstellen müssen. Er macht wieder wow. Lewis, das war völlig okay. Was nicht okay war, was du quasi, dass du quasi in mir gestanden hast. Das war nicht okay. Mal ein Lucky Tor. Wie jetzt zum Beispiel. Hä? Hä? Wieso gibt es die Farbe nicht? Das wird natürlich. Es ist nicht logisch. Ich zeige euch gleich, warum es nicht logisch ist, aber es ist nicht logisch. Oh lol. Ich warte mal. Okay, er geht raus. Sehr gut. Cool. Ja, und zwar, wenn ich im Vorschaubild Himmelblau ausprobieren möchte. Weil guck mal hier, Vorschau für Sky Blue. Das ist eine blaue Torexplosion. Auf der Seite kann ich Sky Blue als mögliche Torexplosion auswählen. Da gibt es sogar ein Vorschaubild davon. Ich will mal schwarz. Muss man dann ja auch schon fast sagen, nicht mal das kann die Torexplosion. Nicht mal vernünftig angucken kann man die.
Was? Ah, schade. Oh, der geht sogar. Lol. Oh, das Gravitationsfeld in Purple. Nice. Ich werde auch noch ein Turnierpunkte-Opening machen diese Season. Ich will halt nur trotzdem noch ein bisschen sparen. Ich habe ja hier und da immer mal was geöffnet. Ich habe nicht so super viele Turniere gespielt. Ich will schon so 200, 300.000 Punkte haben, dass man da ein bisschen was öffnen kann. Und dann will ich in einem Video wirklich alles mitnehmen. Dann will ich nach einem Video sagen, okay, ich habe alles painted, ich habe alles in cool. Ich habe hier einen richtig erbärmlichen Pass gemacht, so. Oh, ich habe Richtung Ball gerammt. Ich bin nochmal gerammt. Nice. Ich finde seinen Talk schon viel geiler. Die muss ich mir auch mal in allen Farben angucken. Kann man easy mal raushauen. Ist halt nicht das, was ich machen soll, wenn ich ein Tor sehen will. Da sollte ich eher sowas machen. Das geht wieder nicht. Es geht wieder nicht. Ich verstehe diese Talks sowieso nicht mal. Die Farbe existiert. Warum wird sie nicht angezeigt? Ich habe nicht die Mod an, wo ich zufällige Talks sehe. Die habe ich nicht an. Ich begreife es nicht. Beide Double Committen. Könnte gut sein, Teammate. Ja, es ist nicht, der geht rein. Ja, konnte man sehen. Konnte man sehen, dass der Gegner das 50-50 provozieren wollte. Achtung, meinen Sprung konnte man sehen. Ja. Dieser Sprung ist nur, ey, ich will einen 50-50 machen. Und wie ihr das natürlich vereitet ist, ihr macht euch breit. Also mein Teammate ist jetzt geradeaus da reingesprungen. Wenn mein Teammate da seitlich hereinspringt, ist das gar kein... Oh gut, auch Positioning war jetzt nicht... war wieder ein bisschen zu mittig. Aber wenn er da halt seitlich hereinspringt, ist das so ein easy save und er kann das 50-50 ganz einfach kontern. Oh nein. Nice. Aber es zackt. Ist der Gegner zu wild, oder? Geht der? Geht der? Geht der? Geht der? Der geht. Let's go. Alright. Ich guck mal kurz. Habe ich eine Vorschau für Rot? Ja, dann gehen wir rein. Den jetzt hat er solide gemacht, wobei fairerweise, er hätten eigentlich schon direkt machen müssen. Risiko, aber come on. Nachschuss, bam, Tor. Oh Gott. Hä? Mhm. Das war halt nicht geil gespielt vom Gegner. Das war mega berechenbar. Oh. Aber was machen denn die Gegner definitiv? Das ist. Ich muss aber fairerweise sagen, ich schwächle in diesem Game ein bisschen. Ich mache dumme Aktionen. Verfehl dumme Bälle. Ist nicht mein Game gerade. Immer macht es auch nett. Oh, es ist rot. Wait. Es hat geklappt. Wie sieht die aus? Ist es wieder nur so ein Schimmer? Ah, das sieht nicht geil aus. Das ist einfach scheiße, wie das aussieht. Okay, ich finde bis jetzt Standard am besten, ehrlich gesagt. Da konnte mich keine Farbe überzeugen. Ich mach mal Titanweiß. Geht der? So einer muss gehen. Gegen die Wand. Nachschuss. Okay. Ich habe den jetzt absichtlich nicht reingemacht. Weil bei sowas muss man sich im Kopf behalten, dass der Teammate hinten ist. Und dass die Gegner natürlich mit einem Schuss rechnen. Und dann halt das Backboard-Posten überraschender ist für die Gegner. Mit hat Speed. Oh. Das ist down. Bam. Macht ein Double-Tap. Brauche er gar nicht. Hey, let's go. Easy, ich muss mal weg. Okay, musst du mir ausweichen. Ah. Ich muss sagen, oh, wir haben eine Regel Nummer 1. Ja, wenn du so verkeilst übrigens, dann darfst du nicht vorfahren. Dann ist es verboten. Das ist eine Regel Nummer 1. Er musste Gas geben und den Gegner reinfahren. Die ganze Zeit. Das ist ein bisschen dumm, weil jetzt ist eine 1 gegen 1 Situation. Ich weiß nicht, wie gut mein Team mit dem 1 gegen 1 ist. Oh. Lol. Er hat Regel Nummer 1 noch aufgelöst. Oh. Ah, in Weiß. Ich habe einfach nichts gesehen gerade. Aber Titanweiß geht auch. Gucken wir uns das nochmal an. Und der fragt nach einem 1 gegen 1 der eine Gegner. Ja, gut. Ich würde sagen, Leute, lass uns nicht weiter mit dieser lame Torexplosion beschäftigen. Eine der seltensten und auch eine der langweiligsten Torexplosionen im gesamten Spiel.
Wusstet ihr schon, wie selten die war? War das jetzt neu für euch? Schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.